Ich stelle Ihnen in diesem Video mein Informatik-Laborprojekt vor. Als Projekt habe ich mir einen Würfel aus LEDs ausgesucht. Dabei sind die 7 Pins vom ESP32 mit den jeweiligen LEDs verbunden und auf Knopfdruck wird eine zufällige Zahl von 1 bis 6 ausgegeben. Zunächst zeige ich Ihnen die Bauteile, die von mir verwendet wurden, dann wie ich die Bauteile aufgebaut und verschalten habe und schließlich noch mein Arduino-Programm, welches auf den ESP32 hochgeladen wird. Als Bauteile habe ich verwendet ein Steckbrett, einige Steckverbindungen, 7 LEDs, 7 100-Ohm-Widerstände, einen Mega-Ohm-Widerstand, einen Schalter und schließlich den ESP32. Den Aufbau erkläre ich Ihnen anhand meiner Schaltung in der FritSync-Software. Wie man hier sieht, werden von den Pins Steckverbindungen zu den jeweiligen Anoden der LEDs geführt. Zwischen Anode und Steckverbindung wird immer noch ein 100 Ohm Vorwiderstand eingebaut, damit die LED nicht kaputt geht. Wir brauchen 7 LEDs, damit alle Würfelergebnisse richtig dargestellt werden können. Von der Kathode der LED wird dann noch eine Verbindung zum Ground geführt. Hier unten wird dann noch an den Eingang des Schalters 5 Volt von dem ESP32 angelegt. Der Ausgang wird zunächst mit einem Pin verbunden, da dort später im Programm der Status abgelesen wird. Dann folgt der 1 Megaohm Widerstand, welcher ebenfalls mit Ground verbunden ist. Als letztes fehlt noch der Programmcode, damit wir einen funktionierenden LED-Würfel haben. Am Anfang des Programms werden zunächst die verschiedenen Pins initialisiert, die benötigt werden. Da wir 7 LEDs haben, benötigen wir auch 7 Pins, damit wir die LEDs einzeln ansteuern können. Der Pin mit dem Namen Button-Pin ist derjenige, falls Sie sich noch erinnern können, der runter zum Schalter ging. Wozu wir den brauchen, erkläre ich gleich weiter unten im Programm. Neben den Pins initialisieren wir noch zwei Variablen, Button-Status, welche angibt, ob der Schalter gedrückt wird oder nicht. Sobald er gedrückt wird, erhält sie den Wert 1, wenn nicht, erhält sie den Wert 0. Und die Variable Zufallswert. Außerdem brauchen wir noch zwei Konstanten, die den Wert 1 und 6 haben. Also die niedrigste Zahl, die mit einem Würfel geworfen werden kann, und die höchste. Dann kommen wir auch schon zur Setup-Funktion. Wir schreiben Serial.begin in Klammern 9600, damit eine Verbindung mit dem seriellen Monitor gestartet wird. Daraufhin werden die 7 Pins, die mit den LEDs verbunden werden, auf Output gesetzt, da diese ja Spannung an die LEDs liefern, also ausgeben sollen. Der Pin Button-Pin wird hingegen auf Input gesetzt, da dieser etwas einlesen und nichts ausgeben soll. Jetzt fehlt nur noch die Loop-Funktion, sodass wir ein vollständiges Programm haben. In der ersten Zeile der Loop-Funktion wird der Button-Status abgefragt. Dies geschieht mit Hilfe der Digital Read-Funktion. Hierfür wird jetzt also der Pin Button-Pin benötigt, der, wie wir wissen, ja auf Input gesetzt ist. An dieser Stelle wird ausgelesen, ob der Schalter gedrückt oder nicht gedrückt wird. Also High oder Low, beziehungsweise 1 oder 0. Wird der Schalter gedrückt, ist die Variable Button-Status gleich 1 und wenn nicht, hat sie den Wert 0. Somit ist auch die folgende If-Bedingung erfüllt, wenn der Schalter gedrückt ist, da dann die Variable Button-Status gleich 1 ist. Mit Random Seed und einer beliebigen Zahl wird ein Zufallsgenerator erzeugt, der an einem beliebigen Punkt in seiner Zufallsfolge startet. In der folgenden Zeile wird der Variablen Zufallswert eine zufällige Zahl zwischen 1 und 6 zugewiesen. Dafür benötigen wir die Funktion random und geben in die Klammern zwei Grenzen ein, zwischen denen die Funktion eine Zahl erzeugt. Die Konstante min ist unsere untere Grenze und max die obere Grenze. Dabei ist der Wert von min inklusive, das heißt, bei uns ist die 1 noch dabei, der Wert von max hingegen ist exklusiv. Das heißt, er zählt nicht zu dem Bereich, von dem die Zufallszahl generiert wird. Der Variablen Zufallswert würden nur Zahlen von 1 bis 5 zugewiesen werden. Daher schreiben wir max plus 1. Mit den zwei folgenden Zahlen lassen wir die zufälligen Werte im seriellen Monitor ausgeben, und zwar untereinander. Jetzt wird nur noch in sechs verschiedenen If-Bedingungen die Variable mit ihrem zugeordneten zufälligen Wert mit den Zahlen zwischen 1 und 6 verglichen. Sagen wir beispielsweise, dass der Variablen Zufallswert die Zahl 6 zugeordnet wurde. Folglich würden wir in die erste If-Anweisung gelangen. Die Funktion Digital Write, die hier zu sehen ist, weist den jeweiligen Pins High oder Low zu. Alle 7 Pins wurden in der Setup-Funktion auf Output gesetzt.
Wird also LED Pin 1 High zugewiesen, wird Spannung ausgegeben. Sollte Low zugewiesen werden, ist dort 0 Volt anliegend. In unserem Beispiel, das die 6 als Zufallszahl generiert wurde, liegt also an allen Pins außer an LED Pin 4 Spannung an. LED Pin 4 ist mit der mittleren LED verbunden. Es leuchten also alle LEDs außer die mittlere und wir haben eine 6 gewürfelt. Nun kommen wir zum Ergebnis. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video zu meinem Informatik-Laborprojekt angeschaut haben und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.